Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Was spielt Kuma, nachdem Jade Kong 2 vorbei ist? Ich habe ein Spiel in der PlayStation 2 drin und werde sie jetzt starten. Das ist die allererste Folge. Ich habe mir 15 Spiele, ja, ihr habt richtig gehört, 15, 15 Spiele rausgesucht, wo ihr auswählen könnt. Ich werde vielleicht mehrere auswählen lassen, mal schauen, aber das ist die erste Folge. Und ja, ihr könnt euch dann auf 15 weitere Folgen freuen. Ich muss aufpassen, dass ich Hochdeutsch spreche, dass ich nicht 15 oder also 15, sondern 15 sage oder irgendwie sowas. Noch ein anderes Spruch. Und viel Spaß bei dem Spiel. Na, Sony Computer Entertainment, jo, präsentiert. Da könnte man schon erkennen, was es ist. Es ist ein PlayStation-Spiel. Ja, und steht schon. CTR, was könnte CTR bedeuten? Aber stets Crash Team Racing, ein bisschen von Naughty Dog, den Machern von Uncharted. Haha, und die waren früher dafür bekannt, Crash Bandicoot zu machen. Und ja, das ist einer der letzten Teile von Naughty Dog von Crash Bandicoot. Naja. Die nächsten nachfolgenden Titel kamen mir nicht von Naughty Dog, sondern von irgendeiner anderen Firma. Und wir spielen jetzt einfach mal so ein bisschen das Spiel. Ich zeig's euch ein bisschen, vielleicht habt ihr ja Bann drauf. Und ja, das ist ein Rennspiel, wie gesagt, gerade eben. Wir haben Abenteuer, Zeitprobe, Spielhalle. Spielhalle mache ich natürlich später mit euch. Abenteuer fange ich jetzt an, damit wir hier neu natürlich. Ich habe keine Memory Card drinne. Hus. Los, Machine. Wir müssen ganz viel reinbringen in die Folge. Ganz viel zeigen. Okay, wir haben die Auswahl zwischen Crash, Dr. Neo, Kleiner Tiger, der eigentlich Tiny heißt, Coco, Engine, Dingutai, Pola, Pura und wieder zu Crash. Wir werden natürlich Crash nehmen, das ist der coolste von allen. Nein, finde ich nicht, aber ich finde Dingo da am coolsten. Aber ja, gut, das ist Geschmackssache. Aber wir werden natürlich den Hauptcharakter nehmen, den Crash. Und da kann ich, glaube ich, nicht meinen Namen eintragen. Oder ich probiere es einfach mal, damit auch die ganze Welt weiß, wie ich mit Vornamen heiße. Das ist ein sehr schöner Name, wie ich finde. So, ja, zum Fortfahren. Ihr merkt schon, die Grafik ist etwas alt. 1999 kam das. 1999? Stand da 99? Oh, ich muss ja still sein. Willkommen zur Abenteuerarena. Du kannst hier herumfahren und deine Fahrkünste verbessern. Die Punkte und Sterne auf der Karte stehen für Warp-Plätze, die zu Rennen führen. Wenn sie blinken, bedeutet das, dass du sie benutzen kannst, um zu einer Rennbahn zu gelangen. Musst du auf einen Warp-Platz mit aktivem Warp-Wirbel fahren. So kommst du zur Startlinie der Bahn. Um eine Trophäe zu gewinnen, musst du Erster werden. Wenn du mehr Trophäen hast, öffnen sich andere Bahnen für dich. Viel Glück und fahr schnell. Wundert mich gerade, dass keine Dings kommt. Ja, ich weiß, dass da was ist. Dass es hier eine Rennstrecke ist. Ah, gut, da kommt das kleine Tutorial. Wir werden vielleicht die ersten zwei Folgen machen. Mal gucken, ob ich noch den Kickstart hinkriege. Also Crash Band, also CTR ist so ähnlich wie Mario Kart. Guck mal, ob ich das hinkriege. Ich glaube nicht. Doch, so war das. Aha! So. Ah, mit Kreis war das. Nein! Komm schon, hätte ich das gemacht. Funktioniert, nee. Das funktioniert bei mir nicht mehr. Bin schon eingerostet. Wir müssen natürlich Erster sein. Ah! Nein. Komm schon. Wie dick ist er? Hier! Mist. Ah, jetzt komme ich da wieder rein in das Flair von CDR. Ich habe das früher sehr oft gesuchtet.
Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war halt so ein Abklatsch für wirklich für Mario Kart und halt für die PlayStation 2 dann. PlayStation 1. So, jetzt habe ich natürlich die Abkürzung genommen. Das ist ein grünes Festchen, das macht noch ein bisschen Schaden. Bitteschön. Wenn ihr so eine Tint, dann kann ich jetzt mal demonstrieren. Drauf habt, dann müsst ihr sofort springen, weil sonst explodiert nämlich auf euren Kopf und kriegt ihr nämlich Schaden. Oh, das war jetzt schlecht. Das ist ganz schön schnell, das Programm. Nein, ich meine Polar und nicht Polar. Was ist irgendwelche Ansprüche kommen jetzt hier? Oh, Mist! Was mir jetzt hier diese Früchte bringen, dass ich die auf 10 gebracht habe, dadurch verbessern sich die Items, die ich einsammle. Jetzt habe ich so eine Schutzhülle. Die bleibt jetzt halt dadurch, dass ich jetzt 10 Wumba-Früchte, das sind Wumba-Früchte, habe, bleibt die halt unendlich da. Ups, so lange ich die nicht abschieße. Und TNT-Kisten verwandeln sich halt in Niso-Kisten. Ja, wir haben gewonnen. 36 ist zwar nicht so gut, aber zum Einstieg ist es schon in Ordnung. Ich habe es halt sehr lange nicht mehr gezockt. Jetzt sind wir Erster. Du gewinnst eine Trophäe. Je mehr Wumperfrüchte du sammelst, desto schneller fährt. Ja. Nein, ich will. Mann. Ah, gut. Es ist eigentlich bloß Tutorials und so weiter. Mit R1 kann man hier zum Beispiel so sliden. Und auch springen. Mit L1, wenn halt die Boostlers da unten voll ist, können wir natürlich mit voller Wucht so vorfahren. Das ist ein Speicherpunkt. Das ist ein Lade. Ja. Und wir das ja alles hier zu Ende haben. Und natürlich mit X gibt man Gas, da kommen wir noch nicht durch, da müssen wir die Trophäen sammeln. Ach, wir können ja eigentlich mal, können wir das eigentlich schon, ich probier's mal. Wenn man nämlich jetzt hier normal in diese Welt rein düst, ah, okay, geht noch nicht. Dann kann man nämlich so verschiedene Jobs machen, also jetzt hier zum Beispiel da den Blue, diese Münze da, die müssen wir halt einsammeln, CTR müssen, also die drei Buchstaben müssen wir dann einsammeln. Bei diesem blauen Saphir müssen wir dann halt Zeit fahren und Trophäe ist halt Erster werden. Und die Story wurde gar nicht erklärt. Und die war, glaube ich, die habe ich, glaube ich, aus Versehen weggemacht. Also die kam schon im vorm Startmenü. Es geht halt darum, dass ein Bösewicht, also keiner von denen, die jetzt da mitfahren, also von denen da jetzt, normalerweise ist Neo Gortex. Upsala. Der mit dem großen N auf der Stirn, der Boss, der Bösewicht. Aber es gibt jetzt in diesem Spiel einen neuen Bösewicht. Das ist ein Außerirdischer und der will zur Belustigung von sich, glaube ich, war das, möchte er so ein Rennen machen für die Welt und wenn wir halt verlieren, dann, ja, dann, nein. Oh, da haben wir Schwein gehabt. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir die Welt und die Welt wird dann zerstört, bla bla bla. Ihr kennt das halt. Normales Szenario. So. Ist halt einfach noch einfach. Also es wird wirklich noch schwieriger. Obwohl eigentlich nicht, weil wir haben hier wirklich so ein... Ups. Wir haben halt wirklich so ein Allrounder-Typ und der ist eigentlich am besten bei so solchen Spielen, wie ich finde. Jetzt können wir euch mal Abkürzung nehmen, könnt ihr euch merken, wenn ihr wollt. Macht es am besten nur mit einem Akku, also mit so einem Schutzschild, da euch dann drumherum ist. So. Bitte schön, mit R2 könnt ihr mal hingucken. Meine Presse, ich hab hier auch alles hier. So, es war jetzt Boost, den hätte ich vielleicht noch nicht verballern brauchen, aber. Wie ihr sehen könnt auf der Karte unten rechts, bin ich ganz weit vorne. Das war jetzt auch ein Fail. Hui. Oh, ich habe das so lange nicht mehr gezockt, aber es geht.
das geht. Ich glaube, im Zeit-Tutorial muss man halt doch ein bisschen schneller sein. Beziehungsweise für den Zeit-Saphir. Der Bösewicht, wie ich hier gerade lese, heißt Oxide. Und hat anscheinend nicht alle Unterrassen im Schrank. Glückwunsch! Also du gewinnst eine Trophäe. Ja. Können wir schon bla 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 sliden oder sowas. Wenn dir eine TNT-Kiste. Ja, dann springe, dann das habe ich nun erklärt. Eine TNT-Kiste. Können wir jetzt wirklich hier nichts machen? Nee, können wir nicht. Es gibt ungefähr 5 Welten hier. Das heißt, wir brauchen immer 5 Schlüssel oder so. Und halt bei der allerletzten Welt, bei der 6. Welt, gibt's dann halt den Endboss. Wenn wir halt alle Rennen hier gewonnen haben, kommt ein Boss und der gibt uns dann den Schlüssel. Die Bosse sind eigentlich sehr lustig, beziehungsweise sehr, ja, unterschiedlich. Oh Mann, jetzt bin ich vorbei. Und sehr schwer, also nichts im Vergleich zu, das war es fällt. Nichts im Vergleich jetzt zum Anfang diesen Rennen hier. Okay. Aha, ich hab mir das doch gemerkt. So. Edge. Wie ihr sehen könnt, gibt es natürlich auch so eine. Mann! Gibt es natürlich auch so eine Uhr. Habt ihr vielleicht da oben gesehen schon? Kriegt natürlich nicht als erstes, dadurch werden die halt verlangsamt. Das ist so wie bei Mario, glaube ich. Da gibt es so einen Blitz, wenn ich mich entsinne. Ich hab Mario Kart eigentlich noch nie selber so gespielt, aber halt gesehen schon. Jetzt bin ich hier geschützt. Ah, freut er sich noch. Sehr schön. Wir sehen können, sind die noch sehr dicht dran, ja? Und das kann ich jetzt nicht erfüllen. Ich bin gesprungen. So. Jetzt hier das hier. Es geht halt bis zum ersten und trifft alle anderen auch, glaube ich. Ähnlich irgendwie. Mann. Ja, super. Nein! Das war jetzt Spain. Aber wir können jetzt. Mist. Wir konnten jetzt. Ah, guck mal, jetzt haben wir jetzt sogar die Uhr. Machen wir jetzt mal sehr schön hier. So. Jetzt fahren die nämlich auch ganz kurz noch so ein bisschen an. Nee, fahren sie nicht. Weil wir halt keine Wunderkraft nicht voll haben. Ich bin jetzt schon wieder erster. Ja, die Bombe können wir nach vorne und nach hinten schießen. Können wir mal demonstrieren. Wir können halt, wenn wir normal auf Kreis drücken, können wir sie halt explodieren lassen. Sehr, sehr nice. So, jetzt. Einen für den Weg? Ah, das war jetzt ein bisschen fail. Vorlassen. Nein, geh weg. Du kriegst noch eine. Viel Spaß beim Sprung. Da kann er natürlich nicht springen. Ich habe gerade so eine Nitro-Kiste gesehen. Oh, ich habe in einem zweiten Moment ganz schön gefailt. So. Also es dauert ein bisschen. Ich würde auch sagen, das Let's Play wird dann auch nicht so lange dauern, natürlich. Weil wie ihr sehen könnt, haben wir hier gerade 3 Strecken in 15 Minuten durchgehakt und es dauert wirklich nicht sehr lange. Die späteren Strecken dauern auch nicht sehr lange. Ja. Was ist das denn, ey? Sieht ja eklig aus. Glückwunsch, du hast eine Trophäe. Ah, eine Strecke schaffen wir noch. Eine mache ich noch. Du kannst Turbo gleiten, wenn du schaffst. Ja, Turbo gleiten. Das ist ja die nächste Welt da. In dem gibt es verschiedene Ausgänge. Das ist sogar die letzte Strecke. Den Boss werde ich euch natürlich nicht zeigen. Ich möchte euch natürlich nicht zu viel verraten. Das wird die letzte Strecke sein. Und mal schauen, was ihr wählt. Wie gesagt, 15 Folgen kommen.
So, jetzt lass mich mal vor, Digga. Lass mich vor. Ich fahre. Nen. Eine sehr gute Strecke eigentlich. Man hier sehr viel. Hui! So viel sliden kann. Ich muss jetzt mal ein bisschen still sein, weil ich gerade sehr genossen habe. Naja, jetzt habe ich glaube ein bisschen Hummerfrüchte. Mach Platz, komm! Ja, ich spiele gerade hier ein bisschen rum, anstatt mir die Kiste einzusammeln, weil es ein bisschen. Drücken wir uns wirklich zu einfach ist. Wenn wir halt von dieser Tonne getroffen werden, werden wir halt so ein bisschen kleiner. Richtig flach. So, die Roten, die bringen halt noch ein bisschen Verlangsamung für die Gegner. Und wie ihr merkt, habe ich halt wirklich einen richtig geilen Schub bekommen. Das ist sicher. Nein! Ah, schade. Und ich war fies gelegt, konnte ich. Halt wirklich dadurch wirklich so einen übelsten Powerschub, dass die Gegner wirklich nicht mehr und die braucht es auch für die Bosse so einen Powerschub. Weil ich weiß, ich meine mich zu erinnern, dass das hier die, das Level ist für den Gegner. Oh, das war ja gar keiner. Ich sollte nicht so viel drücken. Oh, ich hab noch sowas. Ja, wie sieht das ist jetzt sehr schnell. Das war jetzt voll kann in die Luft gesetzt. Ja, natürlich auch. Ah, jetzt kann ich nichts leiden. Boah, es ist schnell! Wucht, ich war ja ganz schön lange nicht mehr lang gefahren. Irgendwo gab es ja auch eine Abkürzung. Ah, genau, da musste man hier so hoch springen. Da seht ihr halt den Übergang, habt ihr da gerade eben sehen können. Ja, und das habe ich wirklich jetzt. Nee. Nein, da bin ich in mein eigenes reingesprungen. Oh, ich hab mal. Nein, das war jetzt wieder fail. Ah, das haben wir geschafft. So, damit sind wir jetzt durch mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Folge von Lass uns schauen, was Kummer nach Jahre gekommen 2 spielt. Boah, das ist viel zu lange der Name.